Wir machen weiter mit der Bibellektüre und wenden uns heute Matthäus 5 zu. Zuerst möchte ich auch noch auf mein Buch, das Matthäus-Evangelium, hinweisen. Dieses ist bei Logos Editions Verlag erschienen. Es lohnt sich, das Buch zu bestellen und es parallel zur Bibellektüre zu lesen. Es geht dort um viele Parallelstellen, die ich hier nicht alle zitieren kann und möchte in diesem Zusammenhang. Also einfach das Buch besorgen, das Matthäus-Evangelium beim Logos Editions Verlag erschienen in Ansbach. Matthäus 5, wir wenden uns erstmal den ersten 20 Versen zu. Matthäus 5, 1 bis 20. Es geht hier um die Seligpreisungen. Jesus steigt auf einen Berg, also man muss noch beachten, Jesus ist vor kurzem Nazareth hinausgeworfen worden. Er hatte dort Jesaja 61, 1 und 2 zitiert und gesagt, das erfüllt sich heute vor euch, also durch Jesus selbst. Jesaja 61, 1 und 2. Und Jesus kommt dann nach Kapernaum, nimmt seinen neuen Wohnsitz und steigt auf einen Berg. Vielleicht ist das der heutige Berg der Seligpreisung neben Kapernaum. In unserer Sicht ist es nicht ein Berg, sondern ein Hügel, aber in der Bibel ist es schon auch ein Berg. Wie auch immer, Jesus steigt auf einen Berg und knüpft in seinen Seligpreisungen dann wieder an, unter anderem an Jesaja 61 an die Verse 1 bis 3. Also er macht dann sozusagen die Fortsetzung. Warum geht Jesus auf einen Berg? Es wird immer wieder betont, dass Matthäus so quasi den Berg da erwähnt, um Jesus als den endzeitlichen Mose zu bezeichnen, den zweiten Erlöser, wie die Juden ihn nennen, den Messias. Also auffallend ist, dass der Berg auch bei Markus und Lukas vorkommt, und zwar bei der Einsetzung der 12 Apostel. Sie werden zuerst mal als Jünger berufen. Darum geht es sicher in der Bergpredigt, dass Jesus ihnen sozusagen seine Statuten bekannt gibt als Jünger. Und in Matthäus 3 ab Vers 13 und Lukas 6 vor der sogenannten Feldpredigt. Da ist Jesus auf einem Berg, bevor er auf ein Feld hinabsteigt und dort die Feldpredigt hält. Und dort setzt er seine Apostel ein. Also auch das geschieht auf einem Berg, dass Jesus halt also bewusst den Berg benutzt, um erstens seine Jünger als Jünger zu berufen in dem Sinn und ihnen vor allem seine Statuten einzusetzen. Das ist die Bergpredigt. Dann geht Jesus auf einen Berg und setzt sie als Apostel ein und später, wahrscheinlich ist es der gleiche Berg, gibt er ihnen den Missionsbefehl nach seiner Auferstehung. Jesus ist also der endzeitliche Erlöser. Und die Frage ist, wie geht der endzeitliche Erlöser, der Messias, mit dem Alten Testament um? Darum geht es hier. Und Jesus erwähnt zuerst die sogenannten Seligpreisungen, wobei das Wort glückselig, das wie es hier übersetzt wird, ein alttestamentliches Wort ist, das besonders in den Psalmen vorkommt. Denkt man an Psalm 1 und weiter. Hebräisch Ashre, verwandt mit Isher, Masher, das heißt beglaubigen, bestätigen. Also können wir sagen, selig, glückselig oder Luther übersetzt auch wohl dem, ist jemand, der von Gott bestätigt ist, auch mitten in den Bedrängnissen der Zeit, nicht weil er arm ist oder bedrängt ist, sondern weil er auf Gott vertraut. Das ist die Kernbotschaft der Seligpreisungen. Also von Gott bestätigt oder beglaubigt oder auch zu beneiden, weil er auf Gott vertraut, ist jemand, der auch mitten in seinen Bedrängnissen einfach auf Gott vertraut. Das ist also die Kernbotschaft, die hier zum Tragen kommt. Die Armen im Geist, das sind die in Bezug auf den Geist arm oder unterdrückt sind oder bedrückt, unter anderem Jesaja 61, 1 und 2, also in Bezug auf den Geist, auch Qumran-Parallelen zeigen das, als jemand, der ganz auf Gott vertraut. Die Sanftmütigen, Vers 5, das ist ein Zitat grundsätzlich aus Psalm 37, Vers 11.
Also hier werden die Menschen selig gepriesen oder glückselig, die mitten im Leid sind, wie das auch in den Psalmen immer wieder der Fall ist. Und zwar, weil sie mit Gott leben und weil sie auch Gottes Eigenschaften umsetzen, wie eben Friedensstifter sein. Dann sagt Jesus, ihr seid Salz und Licht. Diejenigen, die Jesus nachfolgen, die sind wie Jesus das Licht. Jesus ist das Licht. In Jesaja 60 lesen wir, stehe auf, werde Licht, leuchte, eigentlich kumi ori, denn dein Licht ist gekommen. Also darum leuchte, weil dein Licht da ist. Der Messias, der Welterlöser ist da. Er ist das Licht der Welt und darum sind auch die Jünger oder sind sie das Licht der Welt. In Jesaja 60 geht es um Jerusalem. Jerusalem leuchtet und hier die Stadt, wenn hier von der Stadt die Rede ist, dann ist sicher zuerst mal an Jerusalem gedacht und nicht an Rom, wie römische Schreiber meinen, dass Rom das Licht der Welt sei, sondern Jerusalem, vor allem die Menschen, die mit Jesus leben, in Jerusalem oder auf der ganzen Welt, sie leuchten. Und dann geht Jesus Vers 17 bis 20 noch darauf ein, dass man meinen könnte, okay, er ist jetzt der Messias, er hat so eine doch zum Teil eine andere Verkündigung oder andere Schwerpunkte als die jüdischen Lehrer. Wird er wohl die Moses-Tora abschaffen? Jesus sagt, nein, ich bin nicht gekommen abzuschaffen, sondern um zu erfüllen, zu bestätigen. Durch sein Sündopfer erfüllt Jesus die Opfergebote und die ethischen Gebote werden von Jesus bestätigt. Und das zeigt auch der folgende Text, wer mit Jesus lebt, der ist befähigt, den ethischen Willen Gottes, der in der Moses-Tora zum Ausdruck gebracht wird, auch zu erfüllen.